Oh, Smokes. Okay, falls ihr so eine wunderschöne Wallpaper sehen wollt. Himmel, Herrgott, nochmal. Das war die schwierigste Geburt aller Aufzeichnungen von Geburten. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, jetzt nicht, Angel Traveler. Die absolute Free-to-Play-Variante. Bei C9 Forsters, die alle aber wirklich extrem stark sind, ne? Und eine Forster-Waffe. Ja, richtig gehört, es geht um eine 4-Sterne-Waffe, die wir Free-to-Play bekommen können. Keine Eile, ich selber habe die Waffe schon auf Verfeinerungsgrad 5 seit mehreren Tagen. Aber war anscheinend offensichtlich zu faul, um dieses Video zu machen. Wie man diese Waffe bekommt, wie man sie verfeinert, ob da irgendetwas zu beachten ist, bleibt einfach dran. Das ist der Fang. Baal guckt sehr, sehr böse, aber diese Waffe ist alles andere als ein Grund, um böse zu sein, weil diese Waffe ist wirklich sehr, sehr stark und auf Verfeinerungsgrad 5 bietet sie nicht nur einfach nur so, wie von Natur aus, also jetzt auf Stufe 90, 45% Aufladerate. Nein, sie erhöht nämlich den Schaden der Spezialfähigkeit um 32% und außerdem steigt nochmal die Wahrscheinlichkeit um 12%, dass ihr crittet mit der Spezialfähigkeit. Das alles hört sich nicht nur krass an, es ist tatsächlich sogar krass. Und zwar hat diese Waffe Verwendung auf so vielen Charakteren. Nahezu jeder Speerkämpfer kann mit dieser Waffe ordentlich was reißen. Ich meine es jetzt ernst. Aber zunächst erstmal zu Baal. Wenn ihr so drauf seid wie ich und gar keine 5-Sterne-Waffe habt, dann werdet ihr vermutlich diese Waffe sowas von unbedingt haben wollen. Weil ich habe Tests durchgeführt mit der Duelllanze, auf Verfeinerungsgrad 2, ne? Mit der Schwarzsteinlanze. Aber am Ende des Tages war diese Waffe einfach wirklich besser. Und besser ist auch Stichwort für Shang Ling. Ein Charakter, der sowas von krass unterschätzt wird, wenn man die nötigen Artefakte hat, das bedeutet halt auch hier am Headpiece KT anstatt KSCH, ne? Dann würde sich diese Waffe ebenfalls extrem gut anbieten, weil Shang Ling wollt ihr wegen der Spezialfähigkeit haben. Weil der Schaden, den wir eben gesehen haben im Intro, der ist auch ohne Shang Ling nicht wirklich möglich gewesen. Charakter, den ich nicht habe, Zhongli, wird ebenfalls gut von dieser Waffe hier profitieren. Ein Charakter, den ich tatsächlich selber habe, da muss ich hingegen sagen, wird vermutlich der Spezialeffekt hier von der Waffe nicht triggern, weil Shao's Plunge Attack und die sonstigen Angriffe, die werden in Animo-Schaden umgewandelt, wenn er in seiner Spezialfähigkeit drin ist. Aber nichtsdestotrotz, die Aufladerate ist immer noch nice to have. Zwinker, Zwinker, es bahnt sich auch ein Charakter an, der definitiv von dieser wunderschönen Waffe hier profitieren wird. Also, ihr wisst, ihr braucht diese Waffe. Wie bekommt man diese wunderschöne Waffe? Indem man angelt. Und zwar verdammt lange angelt. Ja, ihr geht zunächst erstmal nach Mondstadt. Ihr werdet eine Quest bekommen haben. Und diese Quest wird euch sagen, geht zu einem gewissen Angler. Und der ist erstmal in Mondstadt. Wenn ihr dort wart, also es wird euch einfach nur alles auch noch wirklich hier angezeigt, also wo ihr hinlaufen müsst. Ich habe leider diese Quest aktuell nicht mehr aktiv und aus einem weirden Grund finde ich die Aufnahmen von vorher nicht mehr. Aber bis dahin ist es ja eigentlich recht selbsterklärend. Ihr geht hierhin zu diesem wunderschönen Angler, der hier einsam vor sich hin angelt. Wenn ihr bei ihm wart, werdet ihr Folgendes bemerken. Ihr könnt bei ihm Angelzubehör euch beschaffen. Klickt darauf und ihr werdet sehen, hier gibt es erstmal eine Windumarmung. Das ist eine Angelrute und hier will ich erstmal etwas sagen. Alle Angelruten, die ihr euch beschaffen könnt, meine Empfehlung ist es, dass ihr erstmal alle Angelruten beiseite legt. Sie geben euch ein paar Boni im Sinne von, ihr könnt besser angeln, zum Beispiel wenn ihr diese Angel habt, in Mondstadt. Aber ihr braucht sehr, sehr viele Fische. Und das bedeutet sehr, sehr viel Zeit, um diese Angeln euch zu beschaffen. Um zeiteffizient zu arbeiten, würde ich sagen, lasst das erst einmal sein. Holt euch auf alle Fälle diese Köder. Ihr braucht Rotpastenköder, ihr braucht Wurmköder und ihr braucht Fliegenköder. Ganz, ganz wichtig sind Wurmköder und ganz, ganz wichtig sind Fliegenköder. Wie bekommt ihr die? Indem ihr angelt und zwar diese Fische, Medaka. Diese wunderschöne Seite werde ich euch natürlich auch in der Beschreibung und im Top-Kommentar verlinken. Hier werdet ihr nämlich alle Lokationen finden, wo es die Fische gibt, auch zu welcher Tageszeit, weil das ist auch leider sehr, sehr wichtig, zu welcher Tageszeit ihr fischen wollt an gewissen Fischorten.
Fischorten, Angelplätzen, Mann, Junge. Und ihr könnt jetzt sehen, zum Beispiel jetzt hier in Liyue, werdet ihr so ein bisschen ganz auf der untersten Höhe von Drachengrad, werdet ihr zwischen 6 und 18 Uhr Ingame-Zeit, ne, diesen Fisch finden und ansonsten auch nachts etc. pp. Ihr könnt einfach mal hier durchgehen und mal schauen, wo es diesen Fisch gibt. Und ihr braucht am Ende des Tages 9 von diesen Fischen, damit ihr auch wirklich alle Rezepte für die Köder habt. Wenn ihr diese Köder habt, dann könnt ihr euch diese Köder auch anfertigen. Und das Ganze könnt ihr mal bei der Alchemie herstellen, indem ihr dann zur Werkbank geht. Und ihr werdet weiter unten schon eine Option auf jeden Fall haben, weil es sonst keinen Sinn machen würde. Ihr müsst nämlich auf jeden Fall die Fruchtpastenköder hier erstellen können, weil die braucht ihr für den Fisch, den ihr braucht, um die anderen Köder sozusagen freispielen zu können. Aber ihr braucht, ihr seht jetzt hier unten, unterschiedliche Dinge, um diese Köder herzustellen. Was aber zu erwähnen ist, ihr braucht zum Beispiel nur eine Dämmerfrucht und einmal Weizen für 10 Köder. Immerhin, immerhin. Auch vielleicht interessant zu wissen, um diesen falschen Fliegenköder zu bekommen, weil den braucht ihr sehr, sehr, sehr dringend, um den Fang zu kriegen, müsst ihr nach Inazuma und diese Sakura-Blüten euch beschaffen. Wie ihr das kriegt, dürfte euch eigentlich schon bekannt sein. Entweder habt ihr so ein Elektrogranum auf euch genommen, oder ihr geht mit einem Elektro-Charakter zu diesen wunderschön animierten Blüten, die in der Luft schweben. Sowas hier zum Beispiel, ne? Greift das mit der Elektrokraft an, zack, und danach könnt ihr eine Sakura-Blüte wirklich auch looten. Und Inazuma ist auch wirklich ein Ort, wo ihr hin müsst, um den Fang zu bekommen. Hier unten versteckt sich nämlich ein weiterer Händler, beziehungsweise jemand vom Angelverein, und zwar diesmal von Inazuma. Und hier bekommen wir tatsächlich die Blaupause für die Waffe. Beziehungsweise gar nicht mal eine Blaupause, was sehr, sehr gut ist, sondern wir können die Waffe hier wirklich direkt kaufen. Jetzt wird es knifflig. Und zwar, wenn wir mit diesem NPC sprechen, sehen wir, wir brauchen ein bisschen Angelzubehör. Wir lügen. Das Einzige, was wir brauchen, ist der Fang. Und ihr werdet jetzt hier etwas sehen. Und zwar werdet ihr sehen, ihr braucht 6 von diesen Raimei-Kaiserfischen. Ihr braucht 12 weitere goldene Kois. Und ihr braucht Rostkois. 20... Habe ich 12 gesagt beim ersten? Jeweils 20 von diesen Kois, okay? Ihr braucht davon sehr, sehr viel. Warum ich das betone, ist einfach, weil es die Hölle sein kann. Woher bekommt ihr diese Fische? Die sind wirklich essentiell und die sind sehr, sehr limitiert auf der Karte. Sie brauchen 72 Stunden, bis sie sich wieder erbarmen aufzutauchen. Respawn-Zeit 72 Stunden. Ich kann es nicht fassen, aber ich kann es fassen, wo sie sind. Und zwar müsst ihr euch dafür auf diese Insel hier teleportieren, weil da holen wir uns erst einmal natürlich ein bisschen Verstärkung mit einem Schiffchen. So. Wenn ihr das jetzt habt, geht ihr schnurstracks so ein bisschen nördlich. Da seht ihr jetzt hier so, da sind so ein paar Ruinen, ein Schiffswrack. Da geht ihr hin. Da werden Gegner sein. Ich kann euch empfehlen, diese Gegner erstmal auszulöschen. Wenn ihr ein bisschen sneaky seid, versucht jetzt sneaky. Versuchen Sie sneaky. Junge, da explodiert schon alles. By the way, wenn ihr jetzt hier schwimmen würdet, dann würdet ihr Schaden kassieren. Aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Wir versuchen nicht zu schwimmen, sondern... Okay, wir schaffen es doch nicht sneaky, weil hier müssten die Fische sein. Und ihr seht, die Gegner sind schon ein bisschen aggro, ne? Also, entweder benutzt ihr euer Schiff und macht das alles sehr, sehr mühselig, hier so ein bisschen klein, ne? Oder ihr geht hier so raus, vertraut auf Xiangling und Bennett und auf jeden Fall nicht auf Baal. Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier sehr, sehr gefährlich ist? Xiangling, bitte hilf uns! Was macht ihr so? Ich versuche gerade ein Video aufzunehmen und dachte mir, es wird schon diesmal nicht so nervig sein. Aber es war sehr, sehr nervig. Neuer Versuch. Warum aber auch nicht, ne? Aber jetzt wirklich an Spaß beiseite. Eigentlich ist es nicht sehr schwer, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, auf Handy kann das sehr, sehr nervig sein. Weil im Prinzip habt ihr nicht sehr, sehr viele Safe Spots. Wenn ihr im Wasser seid, war es das. Ihr seid verloren. Ihr müsst so schnell es geht irgendwie auf irgendeine Stelle raufkommen, wo ihr die Gegner von dort aus ausschalten könnt. Am besten empfiehlt es sich da Fernkampf und zwar Feuer. Wenn ihr Yoimiya nicht habt, dann werdet ihr eventuell Ember haben. Ne? Und Ember ist sehr, sehr gut hier. Ember ist sehr, sehr gut hier. Weil damit ist das jetzt nicht wirklich sehr, sehr schwer.
sag ich jetzt hier so, ne, wieder. Und ich kassiere wieder alles, was man hätte kassieren dürfen. Aber eigentlich darf man das nicht kassieren. Lasst es doch. Dieser elektroverdammte Magier hier ist eigentlich auch nicht immer da, Leute. Vertraut mir, der ist nicht immer da. Eigentlich schon, aber man kann ihn eigentlich dahin locken, ohne ihn dahin zu... Wisst ihr, ich könnte eigentlich meine Ehre retten und einfach das alles rausschneiden, ne? Aber man muss ja immer einen auf authentisch machen. Nee, da geht man jetzt hier hin, kriegt die Fresse eingeschlagen und dann macht man das wieder. Dann passiert das Gleiche, bis man dann im dritten Versuch es eventuell, bitte, schaffen könnte. Es wäre äußerst nett. Also ich wäre euch allen sehr verbunden, wenn das jetzt mal klappen dürfte. Okay. Ja, brauchst dich jetzt gar nicht hier so rumteleportieren. Ich hasse dich. Ich hasse dich und alles, was mit dir zu tun hat. Ich hasse dich und alles, was mit dir zu tun hat. Haben wir uns verstanden? Hauptsache, wir haben Wahl. Himmel, Herrgott, nochmal. Das war die schwierigste Geburt aller Aufzeichnungen von Geburten, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, jetzt nicht, Angel Traveler. Jetzt noch nicht. Da sind doch noch Gegner da hinten. Schau die dir doch mal an. Guck mal, wie bedeppert die sind. Hört auf zu schießen. Ich darf hier schießen, aber ihr nicht. Okay. Himmel, Herrgott, nochmal. Haben wir es dann? Ist denn das soweit? Ja? Dürfen wir dann jetzt endlich mal? Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das liegt an der Uhrzeit. Es ist noch ein bisschen zu hell. Wenn wir die Uhrzeit runterdrehen, auf. Es runterdrehen. Also so zwischen 18 und 6 Uhr muss es sein, ne? Zack, würde schon reichen. 19.54 Uhr. Eine sehr, sehr schöne Uhrzeit, wirklich. Da geht die Sonne nämlich schon unter. Und es erscheinen wundersamerweise wunderschöne Fische. Die können wir angeln. Und zwar brauchen wir dafür den Köder. Da seht ihr das. Diesen falschen Wurm. Damit, das sind wirklich die Fische, die am schwersten zu fangen sind. Und ihr werdet sehen, mit der Anfangsroute wird es trotzdem funktionieren. Aber hey, eigentlich nehme ich ein Video auf. Vermutlich wird es überhaupt nicht funktionieren. Vermutlich wird es überhaupt nicht funktionieren. Aber versuchen es einfach, ne? Ihr angelt, indem ihr versucht, immer wieder diesen Strich innerhalb dieses Balkens irgendwie zu behalten. Das macht ihr, indem ihr immer wieder auf diese Angeltaste drückt, ne? PC ist einfach nur Linksklick. Und auf dem Handy müsstet ihr einfach noch das Symbol klicken. Immer indem ihr es einfach nur einmal antippt, geht es weiter nach rechts. Und wenn ihr loslasst, dann geht es weiter nach links. Das müsst ihr jetzt ein bisschen timen. Und sobald es jetzt hier so gold wird, ne, ist es am schwersten, das zu machen. Aber selbst da seht ihr, während ich mich hier verquatsche, klappt das am Ende des Tages. Und hiervon braucht ihr 6 Stück. Ja, ihr braucht 6 Stück. Es spawnen aber nur 4 Stück. Das heißt, ihr müsst zu jemand anderem in die Welt und dort ein bisschen schnorren. Was braucht ihr noch? Oh, Smokes. Okay, falls ihr so eine wunderschönen Wallpaper sehen wollt, dann solltet ihr am besten wieder live dabei sein, weil es gibt da eine schöne Funktion, da löst man Kanalpunkte ein und danach wetten wir, ob meine Wallpapers sind oder ob sie wirklich safe for work. Aber, Koi, ihr seht das jetzt hier nämlich auf der Seite sehr, sehr gut. Best Fishing Spots for the Catch. Ihr seht jetzt hier in Liyue gibt es 3 Orte, ja? Und ihr seht, in Inazuma gibt es 2 Orte, beziehungsweise nur einen Ort für die Koi-Fische. Fragt mich bitte nicht, warum diese Fische so rar sind. Es sind die einzigen Möglichkeiten, wo ihr diese Fische herholen könnt. Ich zeige euch jetzt mal einen Spot in Liyue. Aber Himmel, Herrgott, hier kann euch auch nochmal versichert sein, ihr braucht sehr, sehr viele Welten, sehr, sehr viele liebe Menschen da draußen. Ne? Shoutout nochmal an die Ray-Gang, die mich da reingelassen haben, ne? Weil ihr werdet nicht sehr, sehr viele von diesen Fischen hier sehen. Was für einen Köder braucht ihr hier? Ihr wechselt um zu diesen falschen Fliegen. Das sind falsche Fliegen, vertraut mir einfach, ne? Und danach werft ihr das jetzt hier einfach rein. Und mit ein bisschen Glück beißt der ein oder andere hier an. Und die gleiche Prozedur wieder von vorne. Also im Prinzip braucht ihr falsche Würmer und ihr braucht falsche Fliegen. Aber das lasse ich jetzt erstmal hier, damit meine Freunde bei mir angeln kann. Ne? Und wenn ihr dann nach all der Mühe es endlich geschafft habt, genug hiervon zu haben, also 20 jeweils von den blauen und von den roten und danach 6 von diesen Rhyme-Fischen, dann braucht ihr später etwas anderes. Und zwar braucht ihr Pufferfische. Diese Pufferfische findet ihr unter anderem hier in Mondstadt. Auch hier werdet ihr auf dieser Karte ein paar Orte finden, wo ihr diese Fischer... nicht Fischer, sondern Fische findet man. Ich kann nicht mal reden heute. Hier, Pufferfisch, ne? Dann gibt es aber noch einen bitteren. Da ist auch vorgemerkt,
Es gibt nicht sehr, sehr viele Orte, wo ihr diese Fische finden werdet. Ihr müsst vermutlich auch hier zu anderen Leuten gehen und ein bisschen schnorcheln. Aber glaubt mir, die Wahrscheinlichkeit ist aktuell jetzt sehr, sehr hoch, dass jemand sagen wird, ja, du darfst gerne rein, weil ich habe keinen Bock mehr zu angeln. Ich cash lieber in den Waffenbanner, weil ganz ehrlich, wir wollen immer... Hier sind keine Keufische. Aber vertraut mir, hier wären Keufische. Und die bräuchten dann, falls... Nee, wartet, das ist ganz gut. Falls sozusagen euch das passiert, eigentlich ein Spot, wo ihr diese Fische eigentlich hättet, haben müssen, aber sind nicht da, also beißt ein anderer Fisch an. Das macht ihr nämlich, weil es können nur begrenzt Fische gleichzeitig spawnen. Und wenn der jetzt weg ist, mit ein bisschen Glück wird ein anderer Fisch spawnen. Und mit ein bisschen Pech wird nichts passieren. Aber sobald ihr dann die... Okay, ist ein anderer Fisch gespawnt und gespawnt. So läuft es übrigens immer, wenn ich ein Video aufnehmen will, Leute. Immer und immer zu. Alles geht schief. Die Aufnahme dauert jetzt schon über eine Dreiviertelstunde. Und das Schneiden... Ah, da ist er ja, in der Pufferfisch. Dankeschön, wir haben schon von dir gesprochen. Der braucht auch übrigens diese falschen Fliegen. Und auch hier werdet ihr die gleiche Prozedur haben. Ihr werdet den versuchen zu fangen. Ja. Danke, dass ich das auch jetzt einmal sagen durfte. Und wir hören auf. Kein Bock mehr zu angeln. Nicht mit dir. Ihr braucht auch von denen sehr, sehr viele. Und ihr braucht auch von den bitteren Pufferfischen sehr, sehr viele. Ihr geht wieder zurück nach Inazuma. Freut euch um euer Leben, dass ihr den Fang gefangen habt. Der beste Fang eures Lebens. Und ihr werdet nie wieder danach angeln wollen. Aber dann werdet ihr merken, für die Verfeinerung braucht ihr, wie gesagt, diese Pufferfische. Und zwar verfeinert ihr das Ganze hier mit diesem Sake-Gefäß. Ihr werdet auch sehen, hier braucht ihr auch 3 Stück jeweils von diesen Kaiserfischen. Und jeweils 10 von denen. Diese bitteren Kugelfische sind noch schwieriger zu kriegen als die hier. Aber wenn euch jemand in die Welt gelassen hat, sammelt wirklich und fischt alles, was ihr bekommen könnt, weil es wird sich dann stacken. Da müsst ihr bei dem nächsten, bei dem ihr seid, vermutlich nur noch ein paar hiervon schnorren und könnt ihn in Ruhe lassen mit diesen Fisch. Und wenn ihr das dann alles auf euch genommen habt, habt ihr, wie gesagt, diese wunderschöne Waffe. Lohnt es sich, Ray, das alles gemacht zu haben? Keine Ahnung, verratet ihr es mir. Schreibt in die Kommentare rein, ob ihr schon den Fang habt. Verratet mir bitte doch, ob ihr Interesse an einem Video habt, wo ich nur über Forstars rede. Und zwar die absolute Power demonstriert, wie wir es eigentlich jetzt hier schon im Intro gemacht haben. Von 4 Sterne Charakteren. Und ansonsten verratet mir doch bitte einfach, warum ihr so lieb seid und ein Like da gelassen habt. Oh, was war ein Bait? Das mache ich eigentlich nicht. Bleibt einfach nur gesund. Bis zum nächsten Mal.